Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Heute geht es um Fernando Alonso und seinen Wechsel zu Aston Martin. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen. Fernando Alonso verlässt Ende 2022 Alpine, um ab 2023 für Aston Martin neben Lance Stroll an den Start zu gehen. Es ist nämlich so, er hat einen Mehrjahresvertrag bekommen. Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, ist das ein Zweijahresvertrag mit Option auf ein Zusatzjahr. Was das Geld angeht, bekommt er 15 Millionen US-Dollar pro Saison. Ein vierfacher Weltmeister geht, ein zweifacher Weltmeister kommt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, ja, aber warum wechselt er von Alpine zu Aston Martin? Warum wechselt er von einem Team, was aktuell Vierter in der Konstrukteurswertung ist, zu einem Team, was aktuell Neunter in der Konstrukteurswertung ist? Der Grund, weshalb Fernando Alonso weitermachen möchte, sind anhand von zwei Gründen. Erstens, Aston Martin holt sich Ingenieure von Red Bull und auch von Mercedes. Und als zweiten Grund gibt er an, er hat keine Familie, er möchte unbedingt weiterfahren. Das heißt, wir werden ihn rein theoretisch bis Ende 2025 in der Formel 1 sehen. Und dann ist er, soweit ich das richtig gerechnet habe, 44. Was bedeutet das jetzt für Alpine? Eigentlich ist jetzt der Weg für Oscar Piastri frei, der zu 99,9999% Nachfolger von Fernando Alonso werden wird. Alles andere ergibt meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Aber kommen wir jetzt mal zu meiner persönlichen Meinung. Halte ich den Wechsel von Fernando Alonso für clever oder halte ich den für nicht clever? Ich muss sagen, ich halte das für einen mutigen Schachzug des zweifachen Weltmeisters, denn er hat quasi das gemacht, was Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas vor ihm auch gemacht haben. Sie beide waren nämlich bei guten Teams, in dem Fall Ferrari und Mercedes, also im vorderen Feld der KWM, und beide sind zu Alfa Romeo gewechselt, also einem hinteren Mittelfeldteam, wenn wir jetzt von 2021 mal ausgehen, beziehungsweise zum Zeitpunkt des Wechsels. Ich muss auch dazu sagen, Fernando Alonso ist einer, der wirklich sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und er hat auch selbst gesagt, er möchte auf jeden Fall mit Aston Martin wieder zurück nach vorne. Und ich glaube auch, dass er das schaffen wird. So, liebe Community, jetzt seid ihr am Zug. Was glaubt ihr? Haltet ihr den Schachzug von Fernando Alonso zu Aston Martin für gut oder eher für schlecht? Schreibt es gerne in die Kommentare, gerne auch mit einer kleinen Begründung dabei. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Kanal supporten, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns dann morgen schon zu einem weiteren Video wieder. Macht es gut, bis dann. Und ciao.